Ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen uns heute ganz passend zur Jahreszeit eine leckere Wintergemüsepfanne. Ich liebe es, saisonal zu kochen und deswegen habe ich mich bei den saisonalen Gemüsesorten inspirieren lassen und wir schauen mal, was wir so brauchen. Wir haben hier Porree und eine Knoblauchzehe, dann haben wir hier ein paar Blätter Wirsing, außerdem Champignons. Und hier habe ich Schwarzwurzeln, die sind jetzt leider im Glas. Ich wollte ehrlich gesagt frische haben. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht war ich auch noch zu früh dran. Aber normalerweise sind Schwarzwurzeln definitiv saisonal im Winter. Wie gesagt, ich war wahrscheinlich noch zu früh dran. Die gehen auch. Dann haben wir hier Buchweizen und der wird meiner Meinung nach total unterschätzt. Er schmeckt wie Getreide, ist aber keins. Und ist aber vor allen Dingen reich an Eisen und anderen Mineralien und Vitaminen. Ist wirklich super gut, auch für unsere Verdauung, sehr gesund und schmeckt wirklich gut. Das ist ja die Hauptsache. Außerdem haben wir hier noch etwas Frischkäse und dann noch Ingwer, Pfeffer, Salz, Gemüsebrühe und ein paar Kräuter der Provence. Achso, ja, und hier habe ich noch ein Knoblauchöl, nicht zu vergessen. So, ich habe den Buchweizen jetzt vorher abgewaschen und jetzt kochen wir den einmal. Dann machen wir jetzt noch Salz und etwas Gemüsebrühe ran. Das dauert am längsten, deswegen machen wir das als erstes. Und dann kümmern wir uns jetzt um unseren Schnibbelkram. So, unseren Knoblauch habe ich einfach geschält und den werden wir gleich in unsere Pfanne pressen. Und unser Gemüse waschen wir einfach bzw. putzen es. Und dann schneiden wir erstmal den Porree in Ringe. Und dann können wir den auch schon mal in unsere Pfanne schieben. Knoblauch dazu. Und dann geben wir auch schon einmal unser Öl dazu. Die Schwarzwurzeln im Glas sind natürlich schon geschält. Wenn ihr frische habt, müsst ihr die natürlich schälen und dann klein schneiden. Und dann dauert das natürlich auch etwas länger, die weicher zu kochen, als eben logischerweise die im Glas. Ist klar, deswegen würde ich die dann auf jeden Fall, wenn ihr sie frisch habt, als erstes mit in die Pfanne hauen oder vorher kochen. Ansonsten bei denen hier müssen wir es einfach nur abtropfen und die gewünschte Menge nehmen. Alle Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch nach meinen Mengen richten wollt. So, den Wirsing schneide ich einfach so ein bisschen in Streifen. Der fällt ja auch noch gut in sich zusammen, genau wie die Champignons. Deswegen wird die Pfanne am Anfang schon recht voll sein, aber das legt sich dann noch. Tatsächlich wird Wirsing auch meiner Meinung nach ganz oft unterschätzt. Was viele nicht wissen, da steckt ordentlich viel Vitamin C drin. Außerdem Magnesium und er ist auch gut für die Verdauung. Die Champignons schneide ich einfach grob. Und hier haben wir unsere abgetropften Schwarzwurzeln. So eine dickeren Stücke kann man natürlich auch noch ein bisschen dünner schneiden, je nachdem wie man das möchte. Aber so sind die dann einfach fertig aus dem Glas. Dann erhitzen wir jetzt hier erstmal unseren Porree und unseren Knoblauch. Ich lösche das Ganze mit ein bisschen Wasser ab. Wenn ihr kein Knoblauchöl habt, könnt ihr natürlich auch normales Öl benutzen. Ich mag nur das zusätzliche Knoblaucharoma sehr gerne. Dann schieben wir jetzt unser Gemüse da rein. Wie gesagt, die Pfanne ist gut voll, aber das reduziert sich alles noch im Volumen. Und jetzt dünsten wir das alles ein bisschen an. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen Wasser hinzufügen. Und außerdem geben wir nochmal unsere Gewürze hinzu. Noch etwas Gemüsebrühe, Salz, Ingwer, Pfeffer und unsere Kräuter der Provence. Wir stellen die Hitze jetzt noch etwas zurück und lassen das Ganze erst jetzt mal so putzen. Währenddessen ist unser Buchweizen auch schon fertig. Wie ihr den zubereitet, schaut am besten einfach auf die Packung. Dann gießen wir den jetzt ab. So, wie man sieht, hat sich das Ganze wirklich nach kurzer Zeit ordentlich verringert. Dann kann jetzt unser Buchweizen hinzu und unser Frischkäse. Und dann können wir servieren. Hier haben wir unsere leckere Portion.
Das Ganze ist auch noch richtig schön warm, deswegen würde ich sagen, probieren wir jetzt erstmal. So, einmal mit allem bitte. Diese winterlichen Gemüsesorten harmonieren einfach perfekt zusammen und der nussige Geschmack vom Buchweizen passt einfach auch so gut dazu. Das Rezept müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Wenn ihr das macht, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet und verlinkt mich gerne auch auf Instagram. Dort heiße ich real-nati- und da freue ich mich übrigens auch, wenn ihr mir dort folgt. Dort gibt es täglich neue Rezepte, aber auch anderen Food-Content, Food-Tests, Challenges und vieles mehr. Ich nehme euch da auch täglich in meinen Stories mit. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat und über ein Abo, wenn ihr die nächsten Rezepte nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, ich esse auf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!